Nun gut, jetzt wo wir die Müllasse haben, können wir die Rakete starten lassen und zum Gigaleuchtturm hinfliegen. Oder besser gesagt, wir schwimmen dorthin mit dem Schiff und dann lassen wir die Rakete fliegen. Ohne dass wir da draufsteigen. Das ist ein bisschen gefährlich. Aber bevor wir das machen, haben wir noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Wir haben letzte Folge eine schon gemacht, aber die anderen drei haben wir noch nicht erledigt. Und hören wir uns mal an, was zu tun ist. Manchmal bekomme ich Lust zu angeln. Immer diese Spannung, ob man wohl was Leckeres an den Land zieht. Aber wisst ihr was? Ich war vorhin beim Angelplatz und plötzlich sehe ich ein komisches Objekt vorbeischwimmen. Sah aus wie eine Flasche. Was das wohl war? Ein Flaschenpost natürlich. Ich hab da so eine Idee. Das war sicher Brustmilch. Du meine Güte. Oh. Aha, wir sind zum Angeln auf jeden Fall. Ich habe großartige Neuigkeiten, Mädels. Was gibt es denn? Dio Delphi höchstpersönlich kommt nach Switzerland. Oh, ist nicht wahr? Der Dio Delphi? Ich bin sein größter Fan. Mit seinen Timeschritten hat Groove King Dio Delphi ein neues Tanzzeitalter eingeleitet. Wenn er seinen ersten Auftritt hat, sollten wir ganz vorne stehen und ihm applaudieren. Hoffentlich stehlen wir ihm damit nicht die Show. Das heißt, er hätte auch einen Lehrling, der aber gerade an einer Art Tanzblockade leidet. Es muss hart sein, einem Tanzgenie wie Dio Delphi nacheifern zu wollen. Vielleicht sollten wir der jüngeren Generation mal ein paar fetzige Tanzschritte zeigen. Dann laufen alle weg. Auf jeden Fall. Meine Damen, wart ihr schon einmal auf Gült? Ich schon, diese Großstadtatmosphäre dort hat etwas. Und dann erst das riesige Gebäude. Ich habe noch eine dubiose Person vor diesem großen Gebäude gesehen. So ein kleiner Kerl, der ständig was von einem Sicherheitscode brabbelte. Ach, an einem so großen Ort treiben sich immer mal ein paar zwielichtige Gestalten um. Da fällt mir ein, mein Mann war dort deutlich auf Geschäftsreise unterwegs. Ich wette, die Leute auf Gült haben ihn für eine zwielichtige Gestalt gehalten. Ach, der Arme, oh. Okay, da war jetzt einiges, aber alles nach der Reihe. Hoi! Kaufen wir erstmal neues Equipment oder schauen zumindest, ob wir neues Equipment kaufen können. Nee, leider nicht. Und ich weiß auch immer noch nicht, was dieses Seemonster haben wollte in der Wüstenwelt. Irgendeine Brosche, aber ich weiß leider nicht welche. Und sie hat auf jeden Fall keine Brosche. Nicht, dass ich jetzt irgendeine gefunden hätte. Doof. Na gut, wir sollen angeln, wurde uns gesagt. Und was geht hier eigentlich ab? Ihr plant schon den Überfall. Dann macht das mal. Ich gehe mal ein bisschen angeln. Wo war denn das? War das nicht hier? Eins weiter oben, glaube ich, oder? Wir können natürlich schon mal hinsegeln. Das würde zumindest Sinn machen, das mal zu tun. So. Perfekt. Boing. Oder wir gehen auf den normalen Weg hoch. Bin nämlich zu blöd dafür, das anders zu machen. Hallo. Vielleicht kann ich nun die Träume anderer angeln. Okay, Bro. Kaufen mal einfach ein paar Köder. Einfach mal drei von allen. Warum auch nicht. So. Dann können wir ein bisschen angeln. Schauen wir mal, was wir so bekommen. Machen wir mal die teuersten zuerst. Okay, sobald da oben Ausrufezeichen kommen, A drücken. Ich drück mal mehrmals. Weiß nicht, was richtig ist. Ja gut, da war nur ein Ausrufezeichen. Wisst ihr was? Ich werde jetzt mal nur drücken, wenn da zwei sind oder drei oder was auch immer. Bei einem drücke ich nicht mehr. Ja, komm. Komm schon, beiß an. Nö, ich drück nicht, ich drück nicht. Ah, da darf man weitermachen. Aha. Ja, hallo? Oder habe ich jetzt versaut? Hallo? Einholen. Dein Köder wurde vernascht. Nee, kann man nicht. Ah. Okay, man muss nehmen, was man bekommt. Dann ist es aber nicht wirklich angeln. Weil vor allem das Timing auch relativ einfach ist. Einfach ein paar Mal A drücken. Gibt's überall. Den hatten wir schon mal. Ich hab mich jetzt echt wirklich überfragt, wenn ihr mich fragt. Hä? Nee, das check ich wirklich nicht. Das Angel-Mini-Spiel ist nicht wirklich. Oh, da waren drei! Da waren drei! Haben wir die Flasche bekommen? Ja! Flasche mit einer Notiz erhalten. Okay, das hat es bei mir mit dem mittleren Köder geklappt. Hm. Was steht denn da drauf? Was haben wir denn da? Lesen wir doch mal.
Ich bin so dumm. Die Schatzkarte von meinem großen Bruder war ein Fake. Noch dümmer war es, alleine loszuziehen, um den Schatz zu suchen, den es gar nicht gibt. Dann ist auch noch die Welt zerbrochen und jetzt sitze ich auf dieser einsamen Insel fest. Wie konnte ich meinem Bruder nur glauben und wieso habe ich ihn nicht mitgeschleift? Nun werde ich die weißen, müllassereichen Dünen von Alasande wohl nie wiedersehen. Aber hoffentlich erfährt mein Bruder mit dieser Nachricht, in was er mich da reingeritten hat. Oha, schreib doch zumindest, wo du bist. Eine Flaschenpost. Kannst kaum erwarten, dem Bruder auf Alasande über den Weg zu laufen. Wem sollen wir davon erzählen? Okay. Bartbohne und Ultrabomber können wir davon bekommen. Könnt ihr Bruder einfach so zusehen? Wie zwei andere Brüder derart in der Patsche stecken? Nee, wir sollten auf jeden Fall helfen. Das wäre auf jeden Fall das Richtige. Ah, in Arbeit. Die beiden haben wir noch nicht mal angefasst. Angefangen. Angefasst? Ich habe Füße gesehen. Nach mir anfassen. Nein, Spaß. Twisterland! Ah, stimmt. Wir müssen helfen. Strahli helfen. Und auf Güldis jemand verdächtig ist, der uns ein Alternativcode? What? Da habe ich jetzt mal gespannt. Ach schon, die Goldrohre kann man hier nicht benutzen. Warum auch immer? Ja, gehen wir zur Inselauswahl. Was machen wir zuerst? Was machen wir zuerst? Machen wir Alasande. Wir haben gerade die Flaschenpost bekommen. Das müssen wir jetzt auch irgendwie abschließen. Wir erzählen ihm die schlechten Nachrichten. Und ich weiß, sie sind noch deutlich da. Ich kann sie im Moment noch nicht bekommen. Ich weiß, zumindest weiß ich noch nicht wie. Also spare ich sie mir für später auf. Aber vergessen habe ich sie nicht. Keine Sorge. Ich glaube, am einfachsten ist es, wenn ich einfach hier reise. Mit der grünen Röhre. Na, komm. Spam. Und dann allen rede. Mit dem reden bringt, glaube ich, nichts. Er will irgendwie so eine Brosche haben, die wir immer noch nicht haben. Schnellladungsbrosche. Ja, die haben wir nicht. Netter Versuch. Keine Ahnung. Hier sind ein paar Leute. So Animal Crossing Viecher. Boah, ist ja voll krass, Mann. Ich bin nach Hause. Ja, das kann ich gut verstehen. Aber vor allem wir wollen nach Hause. Vor allem wir. Warte mal, wo sollen diese NPCs sein? Bin ich schon zu weit? Ja, diese Dinger, die können wir noch nicht so richtig benutzen. Im Moment zumindest. Ha, wo könnte der NPC sein? Hier vorne ist gar keiner. Ich glaube, oben sind auch keine mehr. Da war einer. Moment. Hä? Oh, warte mal, da ist einer. Hä? Ich dachte jetzt, ist vielleicht der gemeint, den wir da gerettet haben. Ah, Kämpfe! So, haben wir eben besiegt. Ein paar XP geschnappt. Wie gesagt, ab und zu besiege ich ja auch mal ein paar von den random Gegnern. Warum nicht? Aber nur ab und zu! Oh mein Gott. Nee, der war vorhin nicht da. Wer bist du? Kann man dir helfen? Mein kleiner Bruder hat sich auf Schatzsuche begeben und kam nie mehr zurück. Dass ich nicht einmal von ihm hörte, liegt wohl daran, dass Connectania in zwei gebrochen ist. Es ist fürchterlich, dass mir die Hände gebunden sind. Er ist schon so lange weg. Mein Bruderchen, immer so ängstlich. Vermutlich weint er gerade, bittere Tränen. Nein, eine Nachricht. Ihr habt Post von meinem Bruder. Hier. Oh mein Gott. Er ist in Sicherheit. Welch eine Erleichterung. Er muss wohl an dem Ort gestrandet sein, der auf der Schatzkarte verzeichnet ist. Ja, und er denkt, du hast ihn verarscht, Mann. Habt ihr eine Seekarte? Dürfte ich sie bitte einmal sehen? Hier. Oh, was? Er müsste in etwa hier sein. Nein, ehrlich? Noch eine Insel? Du hast einen Hinweis zu einer versteckten Insel erhalten. Oh mein Gott. What? Na gut, wir gucken mal, was wir machen können. Das weiß ich wirklich ungemein zu schätzen. Kein Problem, Mann, aber was zur... Was zur Hölle? Lütland heißt das. Okay, es würde sich auf jeden Fall sehr lohnen. Wir kriegen zwei Ultra-Bonbons und eine Bartbohne. Es würde sich sehr lohnen, dahin zu gehen. Okay, krass. Ich weiß aber nicht, ob wir mit Capitan Morada jetzt schon hinfahren können. Also mit dem Brothership.
Deshalb gucken wir erstmal, was die Missionen auf den anderen beiden Orten sind. Machen wir erstmal Twisterland. Da sollen wir dem Typen helfen, will seinen Rhythmus finden, denn er hat keinen Rhythmus. Denn er hat keinen Rhythmus. Deshalb bist du Biggie Peffen. Das ist einer der chilligsten Themes hier. Aber ich glaube, jede einzelne Insel hatte bisher ein eigenes Theme, oder? Schon nice. So, der steht normalerweise hier oben. Hätte mal auf die Map schauen sollen. Aber nee, ist richtig. Puh. Ah, Mario, Luigi, hallo auch. Oh. Tut mir echt leid. Meine Moves sind gerade nicht so pralle. Irgendetwas stimmt nicht mit mir, wenn nicht mal meine coolen neuen Stäbe was nützen. Leider, ich habe unter den berüchtigten zwei linken Füßen. Könnt ihr nicht mal gucken, ob vielleicht was mit den Stiefeln nicht stimmt? Da sind sie. Die waren 10-mal so teuer wie meine guten alten Groove-Stiefel. 10-mal teurer. Da kann man wohl erwarten, dass sie für ein paar krasse Moves taugen. Elite-Stiefel kriegen wir. Aha. Eine Anfrage aus der Werkstatt. Was stimmt nicht mit mir? Ich habe doch schon die coolsten Stiefel auf dem Markt. Willst du Stradley die Groove-Stiefel geben? Seit wann haben wir die? Aber ja. Ha, ihr hättet da was für mich? Nee. Nur jetzt gerade nicht? Wie cool, aber auch ganz schön konfus. Das müsst ihr zugeben. Hä? Nochmal bitte. Hä? Nee, ich hab die gar nicht. Oder ist es so ein anderes Item? Moment. Nee, ich hab die nicht. Okay. Was sagt denn die Mission? Vielleicht kann ihm ja jemand spezielle Tanzstiefel anfertigen. Fabrizia könnte das tun. Okay, dann gucken wir zumindest nochmal nach dem Alternativcode. Auf Süd. Und ja, dann mache ich die beiden Missionen auch eben fertig. Ich dachte heute wirklich, 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 dass wir zum Gia-Leuchtturm endlich segeln, aber gerade bin ich mir nicht mehr so sicher, wenn ich ehrlich bin, weil ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern. Und wir müssen uns vorbereiten, denn da wird auf jeden Fall ein starker Bosskampf auf uns warten. Und der wird bestimmt nicht ohne. Okay, wo müssen wir hin? Zur Ecke. Ab zur Ecke! Und jetzt chillen jetzt viel mehr Leute. Aber ich werde nicht nochmal mit allen reden. Also ganz am Anfang mit allen zu reden. Hä? Sieht anders aus, die anderen. Am Anfang mit allen zu reden ist okay, aber muss jetzt auch nicht ständig machen. Was ist das für einer hier? Hallo? Also gut, lass sie hören. Die super geheime Geheimparole. Vielleicht gehört ihr zu uns. Vielleicht nicht. Los, sag die Parole auf. Geht ihr mit uns? Ah, na schön, ich verrate sie euch. Mami ist doof. So lautet die Parole. Gut, dann beginnen wir mit der Mission. Wovon redest du? Was denn? Wisst ihr etwa nicht, was ich meine? Ihr seid mir vielleicht zwei Schnarchnasen. Wie kann man das vergessen? Ich meine natürlich unsere geheime Spionagemission. Das Tor in der Eingangshalle geht ja mit einem Sicherheitscode auf, richtig? Aber angeblich gibt es noch einen anderen vierstelligen Code, der aber auch funktioniert. Nur dass dieser Code nicht das Tor öffnet, sondern zu einem Schatz führt. Irgendwo in diesem Gebäude muss es Leute geben, die mehr darüber wissen. Und unsere Mission ist es, die Infos aus diesen Personen herauszubekommen. Was den Schatz angeht, teilen wir dann alles untereinander auf. Ein fairer Deal, oder? Ich glaube, er hat eigentlich andere Leute beauftragt, aber die sind wohl nicht gekommen, weil das ihnen zu blöd war. Komm, Schnauzbartstifter, hier entlang. Hey, warte mal, nicht so schnell, Kollege. Chill mal. Also sagst du mir wirklich? Willst du was, willst du mir was erzählen? Neuen Code? Was? Hast du Beweise? Ah, das seid ihr endlich. Also dann, hier an diesen Tischen werden wir die Leute aushorchen. Alles klar, Schnauzbartschnüffler. Wichtig ist, dass ihr euch ganz unauffällig verhaltet. Wir setzen uns einfach an den Tisch und saugen alle Infos aus, die wir kriegen können. Ich überlasse euch die Entscheidung, an welchen Tisch wir setzen. Bro, was ist los mit dir? Setzen wir uns einfach hier hin. Ja, warum nicht? Hey, ich hoffe, es stört dich nicht. Na, schlechten Tag gehabt? Das nicht unbedingt. Ich habe nur gemerkt, dass ich in nächster Zeit ganz schön sparen muss. Ja, same.
Das ist ja doof. Wo ist ein kostbarer Schatz, wenn man einen mal brauchen kann? Naja, ich meine, es gäbe ja einen direkt in diesem Gebäude. Was? Es gibt ja einen Schatz. Hier? Tja, vielleicht weiß ich ja sogar noch mehr drüber. Und ich wette, ihr wollt, dass ich meine Infos mit euch teile, richtig? Moment, wusstest du etwa von Anfang an, dass wir... Nun, es handelt sich dabei um streng geheime Infos. Teure streng geheime Infos. Sorry, Leute, ich habe keine einzige Münze dabei. Ey, das kommt mir gerade vor wie ein Scam. Also jetzt mal ohne Witz, das ist ja von A bis hinten, von A bis Z, von vorne bis hinten strukturiert. Jetzt habt ihr gefragt. Na, wie sieht's aus, Jungs? Mega geheime Infos gefällt für 200 Münzen? Aber ich habe ja nicht die Entscheidung, sondern Mario Luigi. Und wisst ihr, vor allem Luigi, der ist so gullible, der denkt sich, ja, Schatz, ich will den Schatz haben. Wer stellt dieser 1000 Münzen wert? Seh was sei da. Das sei ein Sparschwein. Also gut, wir sind im Geschäft. Der super geheime Code besteht aus 4 Zahlen. Er beginnt mit einer 3. Und die 3 Zahlen danach werden immer größer. Okay. Wir haben schon mal 3. Wir haben schon mal 3. Dann schreibe ich mir auf. Wir haben schon mal 3. Okay. Und danach wird es immer größer. Das heißt, den Rest könnte ich theoretisch raten, aber das wäre jetzt so anstrengend. Das war nicht schlecht, aber wir brauchen noch mehr Infos. Okay, was hast du für eine Idee? Wir haben nicht genügend Infos. Setzen wir uns woanders hin. Können wir uns hier vielleicht hinsetzen? Versuchen wir es mal. Oder du. Tach, Leute! Wie läuft es bei der Arbeit so? Ganz gut, denke ich. Arbeitet ihr zwar schon lange hier? Oh, ja, sehr lange sogar. Dann wisst ihr sicher alles über den Geheimkopf und das Tor da drüben. Natürlich, wir nehmen das Thema Sicherheit sehr ernst hier. Bei dem Eingabemechanismus gibt es sogar ein ganz geheimes Geheimnis. Wenn man dort einen zweiten... Hallo, geht's noch? Das sind streng geheime Infos. Ach, das passt schon. Ist ja nicht so, als hätten die es auch den Schatz abgesehen. Und das weißt du? Woher genau? Hm? Was, wenn die Spione sind? Spione? Wir? Nein. Pff, welcher Spion würde sich bitte einfach so hinsetzen und andere nach dem Code fragen? Ha, stimmt. Was so was Blödes würde wirklich glücklich keiner machen. Was macht man für eine Pose? So miau. Ihr seid schon in Ordnung, Jungs. Euch kann ich ruhig was davon erzählen. Also, der super geheime Code ist vierstellig. Und 2 der Zahlen sind kleiner als 5. Das hilft mir nicht. Das hilft mir gar nicht. Okay, also alle Zahlen sind größer als 3. Aber 2 davon sind kleiner als 5. Ja, toll, die 3 haben wir schon. Also, das sagt ja nur, einer von den 3 ist 3 oder 4. Danke, ihr seid voll cool. Aber immer noch schlecht, das ist nicht genug. Mann, wir brauchen mehr. Ja, chill mal, hier ist ja noch einer. Mit dem, wir uns anschauen. Mit dem können wir noch reden, das ist der Letzte. Ah ne, rechts sind noch ein paar Leute. Machst du immer in diese Mattpause? Yo, genau hier, jeden Tag. Eine feine Tasse Tee. Oh, Tee, da fällt mir ein. In diesem Gebäude soll irgendwo super krasser Tee versteckt sein. Dafür muss man nur den extra geheimen Code in diesem Raum bei der Eishalle eingeben. Was? Das gibt's ja nicht. Bei dem Schatz, der da gebunkert wird, handelt es sich um Tee? Hör zu, ich verrate euch alles, was ich über diesen Code weiß, ja? Aber dafür müssen wir den Tee mit mir teilen. Brüht ihn einfach auf und bringt was davon. Was? Die Sache mit dem Tee war Humbug? Ach was, ich bringe dir gleich ein Täschchen. Per Ehrenwort. Dieser spezielle Geheimcode besteht aus 4 Zahlen und zusammengezählt ergeben sie 23. Oh, okay, das ist ein guter Tipp. Den schreibe ich mir auf. 23. Das ist ein guter Tipp. Okay, hab's. Ah, danke. Angenehme Restpause dann noch. Dieser Creep hier. Mann, das reicht aber immer noch nicht. Oh, okay. Und das ist alles, was wir rausbekommen haben? Ganz schön knifflig. Komm schon. Ach, es gibt keine Infos mehr. Ernsthaft? Ich muss jetzt den Rest selber raten? Können wir uns hier noch hinsetzen? Ja, warte, ich fasse nochmal zusammen. Okay. Hm? 2 der Zahlen sind kleiner als 5. Das wissen wir. Die 3 haben wir schon mal. Wenn man alle 4 Zahlen zusammenzählt, hat man die Summe 23. Der Korb beginnt mit einer 3. Die Zahlen werden immer größer.
Ernsthaft? Sollen wir jetzt wirklich den Rest einfach raten? Hier wahrscheinlich, oder? Das ist ja lame. Das ist doch wirklich lame. Jetzt einfach raten. Richtig. Nee, falsch. Okay, also das erste ist 3. So. Der hier ist entweder 3, 4 oder 5. Das muss am Ende 23 ergeben. Boah, ja, keine Ahnung, Mann. Fangen wir mal ganz von vorne an, oder? Wollen wir mal alle auf 3 machen. Alle bei 3 anfangen. Auch den hier mal bitte. Auf 3. Das ist niemals das Ergebnis. Es muss am Ende irgendwo eine hohe Zahl sein, weil sonst kommen wir nicht an die 23 ran. Der muss richtig sein. Das heißt, die 3. Es geht jetzt nur um die 3. Die müssen eine 20 ergeben. Wie stellen wir das an? Vielleicht mit einer 7? Warte mal, stopp. Eins davon muss kleiner als 5 sein, also 3 oder 4. Ha. Dann ist das vielleicht eine 8? Ne, eine 9? Oh, das ist schwierig. Ich lasse den mal auf 3. Haben wir 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Hätte klappen können, aber ist es nicht. Hey, ich bin wieder da. Ich habe mal mir und euch sehr viel Zeit erspart, indem ich einfach nachgeschaut habe, was der Code ist, weil das ist unnötiges Trial and Error. Ich hätte wirklich erwartet, dass die anderen beiden Tische noch Infos geben, aber mit denen kann man nicht reden. Also das ist wirklich zu wenig Info. Das war zu wenig Info, tut mir leid. Also eine weitere Zahl hätte man wirklich wissen müssen, weil das war mir zu viel. Ich erschlüpfe den Schatz. Ich bin ganzen Weg gelaufen, um euch das Geld hier zu bringen. Danke für eure Hilfe, Freund. Bitte nimm das hier. Mehr habe ich leider nicht. Hier, mehr habe ich nicht. Bitte. Das Geld zurück. Ja. Wow. Endlich erfahre ich, worum es sich bei dem Schatz handelt. Was? Was hast du denn jetzt wieder angestellt? Ah, Mama. Ich habe dir doch gesagt, du sollst hier nicht im Bürogebäude spielen. Ich spiele gar nicht, Mama. Ich spioniere. Los mit dem Unfug, du musst immer noch deine Prospekte für diese Woche austragen und deine Hausaufgaben machen. Los, hör auf, irgendwelche netten jungen Leute mit deinen Spielen zu belästigen. Entschuldigen Sie, meine Herren. Hier ist Entschädigung für meinen nervigen kleinen Sohn. So, jetzt hau ab nach Hause, komm mit. Wir sehen uns, Schnauzbartschlüffner, okay. Danke. Und der Schatz? Eine Goldmedaille. Oh, let me see. Wir haben ja schon Silber und Bronze mehrmals. Gold. Kann für einen erklecklichen Betrag verkauft werden. Erhöht zudem die Wahrscheinlichkeit, von Gegnern im Kampf angesiedelt zu werden. Oh. Na gut. Stats up plus 1 überall. Aber Isaac wäre das gut, aber hier weiß ich nicht. Oh, bei Luigi ein paar weniger, aber dafür 2. Bin ganz ehrlich. Nein. Aber interessante Mission auf jeden Fall. Ein bisschen seltsam finde ich das schon, dass ich die goldene Röhre benutze, aber bei der blauen hier rauskomme. Naja, wie auch immer. Ich glaube, du hast was Neues für uns, oder? Anfrage, ja. Groove-Stiefel, bitte. Groove-Stiefel, richtig. Die Stiefel streifen dir über den Huf. Dann gelingt dir jeder Groove. Zur Herstellung von diesem Werk, da fehlt noch was, Merk. Okay. Ich habe glücklicherweise alles, was wir brauchen. Ja. Oder nicht? Was fehlt mir denn? Twisterlandblatt einmal und Schwankfels einmal. Oh, die sind aber ganz am Anfang, ne? Was fehlt mir denn dafür? Ja, beenden. Das war's eigentlich schon. Oh. Ne, stopp. Hier. Zwei linke Füße. Buchstiefel. Weder noch? Oh. Ja, okay. Also Schwankung kriegt man Schwankfels und Twisterland kriegt man natürlich Twisterlandblatt. Da muss ich gleich ein bisschen kämpfen gegen die jeweiligen Gegner, die es geben. Und was war hier nochmal? Ah, dahin segeln. Ja, hier hin. Wie kommt man da denn überhaupt hin? Gibt da einen Tipp? Im Brief zufolge steckt ein Schiffbrüchiger auf einem kleinen See fest. Finde ihn.
Ja, wie kommen wir denn da hin? Ich kann ja unmöglich einfach hier irgendwie lang und dann aus dem nächsten Weg finden. Das funktioniert ja so nicht. Oder von hier? Ich glaube eher hier, oder? Das ist eher näher dran, aber selbst das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Doch? Auf einmal! Ach ja, okay. Sorry Leute, heute können wir tatsächlich doch nicht den Giga-Leuchtturm machen. Ich wollte wirklich gerne heute machen, aber sparen wir uns den halt fürs nächste Mal auf. Aber nächstes Mal dann wirklich. Dann wird nicht mal auf die Folter gespannt. Hier, die kleine Lüttland-Insel. Ans kleine Lüttland. Den vermissten Bruder abholen. Hoffentlich. Ich meine, da ist doch eine Kanone, oder nicht? Hier ist letztlich eine Kanone. Wie bist du jetzt da? Oh, sieht das schön aus hier, ey. Really? Wow, echt jetzt? Wow, ich hab's einfach getan. Das war abgefahren. Du, der gerade das Schild liest. So hab ich's gemacht. Ich bin von den Blumen aus bis auf den Gipfel gejumpt. Abgefahren. Wenn du gut im Springen bist, ganz genauso wie ich, dann hol dir mein Geschenk, den Schatz vom Gipfel. Geht nicht, sagst du? Ah, dann spring ich in die Kanone und ab. Anonymer Akrobat. Okay. Cool, Mann. Das ist ein Pfeil. Ist das eine große Insel? Ah. Ein paar Meter größer. Aber jetzt auch nicht wirklich viel. Ich versuch's mal. Oh, overshootet. Ups. Oben wartet er übrigens auf uns, der Bruder. Ach, das ist die ganze Insel? Scheinbar. Ding, 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 ding. Ich will abkürzen, aber ich darf, glaube ich, nicht. Ich lasse es lieber mal. Ich mag wirklich die Grafik. Ich möchte das mal kurz hier erwähnt haben. Ich weiß, habe ich bestimmt schon mal gesagt, fünfmal, aber ich finde einfach, es sieht schön aus. Oh, da war was. Da war was. Komm, die Blume. Ja, warte mal, stopp, stopp, stopp. Ja, Luigi macht weiter. Ah! Ich habe keine Ahnung, wo Luigi ist. Aber die Musik hier sogar. Echt nice. Oh, da ist er. Da ist er. Ich finde die Musik tatsächlich echt nice. Nee, komm, wir warten nicht auf Luigi. Mir doch egal. Am Ende lande ich dann oben und dann sagt er Mario. Und Mario springt erstmal 50.000 Meter nach unten. Denkt sich, oh, er muss zu Luigi. Ja, okay, jetzt kann ich verstehen, warum du hier stuck bist. Ah, hi Luigi. Da bist du ja. Ah! Oh, Manometer, habt ihr mich aber erschreckt? Könnt ihr mich nicht vorher warnen, wenn ich hier gerade meine Augentropfen nehme? Ah, ja, das stimmt. Ich habe mal so einen Brief geschrieben. Damals fühlte ich mich voll einsam, aber inzwischen gefällt es mir. Ich kann mir gar kein anderes Leben mehr vorstellen. What? Niemand geht einem auf den Keks. Eine ganze Insel nur für mich. Yippididu! Hier kann ich rumschreien, wie ich nur will. Schwuppdiwuppdiwuppdiwu. Ich kann sogar fliegen. Ich kann rumrennen, wie und wo ich will. Ich kann alles machen, was und wann ich will. Du bist verrückt geworden. Ich bin frei. Frei. Du bist auch allein. Allein, allein. Hä? Mein großer Bruder? Der macht sich Sorgen? Ach was, wie doof. Okay, ich will zwar nicht von hier weg, aber ich komme wohl nicht drum rum. Aber bis ihr mir Bescheid gebt, kann ich meine Freiheit nur noch genießen, oder? Meinetwegen. Ich gebe dir 2 Minuten. Abgeschlossen. Muss ich jetzt wirklich noch nach Hause? Ja. Ach, was hatte ich hier nur für eine tolle Zeit. Aber eine Sache noch, bevor es nach Hause geht. Ja. Abflug! Also chill mal! Luigi, chill! Er hat es schon 50 Mal gemacht. Nein, nein! Ich hätte nicht ja sagen sollen. Ich muss ja auch noch was machen. Ich bin noch nicht fertig. Nein! Ich war noch nicht fertig. Warum habe ich ja gesagt? Ach, oh no. Darf ich nochmal zur Insel zurück? Bitte. Na, Bruder, ja, hast du eigentlich gesehen? Da bist du ja, gesund und munter. Klar, mir geht's supi, aber mein Inselchen werde ich schon vermissen. Wie bitte? Als diese einsame Insel war, habe ich irgendwie zu mir selbst gefunden. Wovon redest du? Weißt du, früher war ich ein echter Angsthase, aber das ist jetzt vorbei. Ich werde mein Leben leben, und zwar lauter als laut.
Wir können ihn wieder mitnehmen, er ist mir komisch geworden. Oh je, mein kleines Brüderchen hat sich wirklich sehr verändert. Doch ich bin überglücklich, dass wir endlich wieder vereint sind. Danke sehr. Bitte für eure Mühe. Yes! Ich hätte gar keinen Bock mehr. Ich weiß was, lass uns zusammen auf Schatzsuche gehen. Gewiss nicht. Da draußen lauern so viele Gefahren. Ach Bruderherz, du sorgst dich zu sehr. Als großer Bruder ist es meine Aufgabe, mich um mich zu sorgen. Ach ja, stimmt, das hätte ich fast vergessen. Aber ich will dir auch was sagen. Ich werde nie wieder ganz alleine losziehen. Das hoffe ich doch sehr, kleines Brüderchen. Okay, Mario und Luigi. Ich renne jetzt noch schnell zurück. Ich darf schon wieder zurück, oder? Ja. Okay, gut. So, zurück auf der Insel. Ich hatte ein bisschen Angst, dass davon die Blumen despawnen würden. Weil ich es nicht sofort gesehen habe. Aber nein, alles gut. Oh, aufpassen. Schön abwarten. Und ich weiß, wir haben noch 2 Missionen. Aber ich bin ganz ehrlich, sie werden erstmal warten. Es sind eh keine zeitlich begrenzten Missionen. Und ich möchte wirklich endlich mal zum Gigaleuchtturm. Vielleicht entscheide ich mich auch um. Ich weiß es nicht. Aber das ist mein aktueller Standpunkt. Und was soll ich hier bitte? Fliegen, okay. Stopp. Komm schon. Ah, der wäre auch hier lang gereist. Okay. Ich bin zu hoch. Komm, wir tanzen ein bisschen, Luigi. Ja, komm schon. Das muss jetzt aber ein richtig geiler Schatz sein. Das muss sich gelohnt haben, ja? Der Typ hat eine Schatzkarte extra hierfür entworfen. Also bitte. Einen K.O. Hammer. Ist der denn noch Hammer? Den haben wir schon. Naja. War es nicht wirklich wert.